Meine Damen und Herren, wenn Sie uns gestern zugeschaut haben, es gibt Neuigkeiten aus Blödesheim. Ja? Für die. Wer hat uns gestern nicht zugeschaut nochmal? Wer war da? Ah, da. Raus! Ja, Jungs, ihr wart ein bisschen zu spät. Wir hatten abgemacht, wenn ich raus mache, dann müsst ihr direkt schon hinten. Wenn schon, dann richtig. Nochmal. Raus! Raus! Ja. Da muss die Kamera das aber auch zur richtigen Zeit rüberschneiden, Kollegen in der Regie, ja? Raus! Raus! Ja, schon besser, ja? Raus! Raus! Sehr gut. Ja. Lang geübt. So. Und jetzt, meine Damen und Herren, ja, gestern haben wir Ihnen nämlich einen kleinen Beitrag über einen Ort gezeigt, der früher mal Blödesheim hieß, mittlerweile aber von den Bewohnern in Hochborn umgenannt worden ist, seit, ich glaube, vor 25 oder 30 Jahren. Und wir finden das eigentlich schade, weil wir haben intern in der Redaktion abgestimmt, Blödesheim ist der schönste Name, den je ein Ort besessen hat. Und weil heute so schönes Wetter war, bin ich mit unserem Schlagzeuger, dem Herb, der ist Hobbyflieger mit einer kleinen zweimotorigen Maschine, mal über Blödesheim geflogen, ja, um für Sie einige Impressionen über diesen schönen Ort zu sammeln. Schauen Sie sich das mal bitte an. Start spreading the news. Da sehen Sie es. Heute Hochborn. Früher Blödesheim. Das ist Blödesheim. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Da sehen Sie eine Stadtrundfahrt, die ich durch Blödesheim gemacht habe. Nochmal den malerischen Ort. Ist wirklich Blödesheim. Hier das pulsierende Leben auf der Hauptstraße von Blödesheim. Auch der Blödesheimer Broadway genannt. Das ist der Herr Ochs. Der Herr Ochs aus Blödesheim. Und die Kinder, die alle der Meinung sind, Blödesheim ist viel schöner als Blödesheim, als Hochborn. Und falls Sie es nicht gesehen haben, und jetzt haben uns viele Leute angerufen und E-Mails geschickt, ja, und haben uns gefragt, wo denn ist denn genau Blödesheim? Wir haben mal hier eine Landkarte für Sie. Also erstmal können Sie es hier auf dieser Detailkarte genau sehen. Und zwar sehen Sie hier Monzernheim, Gau-Heppenheim und hier Hochborn, dort. Das ist Hochborn, früher Blödesheim. Wenn Sie interessiert, wo das jetzt genau in Deutschland liegt, ich habe das mal für Sie kenntlich gemacht. Und zwar ist das hier in der Nähe von Alzey, ja, nämlich hier. Dort ist Blödesheim. Ja? Und jetzt haben wir uns gefragt, haben die Leute in Blödesheim nicht genug Mumm gehabt, zu ihrem Namen zu stehen und zu sagen, ja, wir sind Blödesheimer. Ja? Denn es gibt ja auch andere Orte, sagen wir mal in Deutschland, die komische Namen haben. Zum Beispiel östlich von Bonn, ja, nämlich hier ungefähr ist der Ort Mülldorf. Ja? Hat sich auch keiner beschwert bisher. Ja? Oder zum Beispiel, was mir sehr gut gefällt, ist westlich von Augsburg. Das haben wir hier unten, westlich von Augsburg, das ist ungefähr hier, der Ort Katzenhirn. Ja? Hat sich auch keiner beklagt, hat gesagt, komm, lass mal umnennen. Ja? Wir werden hier den ganzen Tag gehänselt, ja? Oder sogar gegretelt. Und dann hier bei München, ja? Auch ein wunderbarer Ort, ja? Hatte ich gestern schon erwähnt, Petting. Ja? Heißt auch noch so, wie er heißt. Schämt sich auch keiner. Oder, jetzt wird es richtig lustig, meine Damen, nördlich von Halle, das ist hier irgendwo im Osten, ja? Pissdorf, ja? Pissdorf, hat sich auch keiner beklagt, liebe Blödesheimer. Seid stolz, steht zu eurem Ortsnamen, liebe Blödesheimer, seid stolz. Und dann haben wir hier, ja, in der Nähe von, Nähe von Darmstadt, aber Darmstadt an sich ist auch schon lustig, oder? Darmstadt an sich, ja, in der Nähe von Darmstadt, meine Damen und Herren, da, also wir Anhänger fahren da jedes Jahr einmal hin zu unserem großen Treffen. Der Ort heißt Wixhausen hier. Ja. Da ist auch keiner, der sich beschwert hat, liebe Blödesheimer. Ja. Warum seid ihr nicht, sagen wir mal, so cool und folgt hier? Und wir haben einen kleinen Slogan für euch, ja? Einen Aufkleber, den verteilen wir an alle Blödesheimer demnächst. Proud to be blöd. Ja? Liebe Blödesheimer, ich hoffe, ihr schaut uns zu. Wir finden nämlich Blödesheim
Blödesheim ist so ein toller Name. Deswegen haben wir für euch hier oben die Blödesheimer Ehrenloge eingerichtet. Wenn ihr mal schaut, da oben, die Blödesheimer Ehrenloge mit zwei Kellnern. Hier gibt es Shampoos. Und wir halten jeden Tag für jeden Blödesheimer, der hier zu uns kommt, ja, bis auf Weiteres mehrere Plätze bereit. Wenn also jemand nachweisen kann, dass er aus Blödesheim kommt, dort wohnt, zurzeit nicht irgendwann mal gewohnt hat, ja, sondern momentan in Blödesheim wohnt, ihr könnt zu uns kommen, kostenlos Eintrittskarten für unsere Show und oben eine Loge mit echtem Shampoos. Liebe Blödesheimer, kommt zu uns in die Show, wenn ihr der Meinung seid, dass Hochbahn wieder Blödesheim heißen muss. Kommt zu uns, liebe Blödesheimer! Blödesheim! Ja.